gab ein Vorbild und das Vorbild, das erste freie Lastenrad, was es gab, das war in Köln. Da haben 5 junge Leute sich zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, so ein Lastenrad, das braucht man ja eigentlich manchmal nicht jeden Tag und das ist gleichzeitig auch sehr teuer, aber es ist ein guter Ersatz für ein Auto, wenn man zum Beispiel mal einen größeren Einkauf machen möchte oder etwas zum Wertstoff hochbringen möchte. Und die kamen dann auf die Idee, dass sie einfach Geld gesammelt haben, davon ein Lastenfahrrad gekauft haben und das allen Kölnern zur Verfügung gestellt haben. Und zwar kostenlos zur Ausleihe. Das ist das Vorbild. Und dann gab es ein erstes Projekt, was ich für den ADFC München gemacht habe. Und als es dann größer werden sollte, als wir im letzten Jahr, in 2015, dann überlegten, wäre es nicht eigentlich schön, wenn es so ein kostenlos ausleihbares Lastenrad in verschiedenen Stadtteilen in München gibt. Da haben wir eine eigene Initiative gegründet und es sind jetzt insgesamt 9 Lastenräder, sehr unterschiedliche Lastenräder, die sich alle Münchner kostenlos ausleihen können. Das heißt, es eignet sich in dem Falle auch für Jung und Alt. Das ist ja altersunabhängig. Genau, das ist, glaube ich, das Gute, dass wir sehr unterschiedliche Lastenräder haben. Denn der eine möchte eher etwas transportieren und möchte, dass das, was er transportiert, sicher gelagert werden kann. Das heißt, er möchte einen Deckel haben, einen Deckel, den man sogar verschließen kann. Und der nächste möchte lieber mit seinen Kindern an der Isar entlangfahren. Und deswegen gibt es auch bei uns Modelle, wo man bis zu 4 Kinder reinsetzen kann. Und es gibt sogar ein Modell, das einen Motor hat. Das heißt, wir haben auch das Thema Elektromobilität mit aufgenommen. Und von daher gibt es ganz unterschiedliche Lastenräder und das soll man einfach mal ausprobieren. Klingt ja ganz gut. Ich nehme an, dass die mit Kindern, die transportiert werden, auch Gurte dementsprechend drinne haben in den Sitzflächen. Genau, das sind ganz richtig schicke und richtig sichere Lastenräder. Das sind keine selbstgebauten, sondern wir haben im letzten Jahr doch einiges in Geld zusammengesammelt über ein Crowdfunding und davon haben wir Lastenräder gekauft. Bei Herstellern vor allen Dingen in Holland und in Dänemark, denn die haben besonders gute Lastenräder, weil die natürlich auch sehr viel oder sehr langjährige Erfahrung auch schon haben. Einen Punkt möchte ich gerne noch mit aufnehmen. Es ist ein ehrenamtliches Projekt. Das heißt, so wie auch bei den anderen Initiativen, die es mittlerweile in Deutschland gibt, machen das die Leute ehrenamtlich und deswegen ist es eben auch kostenlos. Aha. Warum machen wir das ehrenamtlich? Das nochmal. Mir nochmal so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir ein anderes Mobilitätsverhalten hinbekommen können, denn es gibt doch häufig die Alternative zu einem Auto. Und wenn die Menschen, die ganz normal das ganze Jahr über quasi kein Auto haben, dann für diese paar Momente ein Lastenrad ausleihen können, das ist, glaube ich, ein Idealzustand. Und der eine oder andere ist sicherlich auch am Überlegen, sein Auto zu verkaufen. Und wie lange kann man denn diese Fahrräder ausleihen? Gibt es dann begrenzten Zeitraum? Ja. Wir haben eine Begrenzung von bis zu 3 Tagen. Wir haben insgesamt 1500 Buchungstage bisher gehabt. Das Projekt gibt es ja seit knapp einem Jahr. Die sogenannten freien Lastenradler hier in München gibt es seit einem Jahr. Und sukzessive haben wir in diesem Jahr immer wieder ein weiteres Lastenrad dazugefügt. Und wir haben 1500 Buchungstage bisher gehabt. Und im Durchschnitt sind es ungefähr 2 Buchungstage, die der normale Nutzer das Lastenrad ausgeliehen hat. Mhm. Wo sind denn die Räder abzuholen bzw. auch wieder abzugeben? Ist das ein und derselbe Standpunkt? Die 9 Lastenräder sind auf ganz München verteilt. Von Leim im Westen bis Trudering im Osten. Und wir stehen an verschiedenen Stationen. Und auch das ist natürlich eine Arbeit, ein Engagement, was ehrenamtlich von den Stationen geleistet wird. Und das sind Cafés, das sind die Studentenvertretung der LMU und die Studentenvertretung der ASTA. Der TU München ist zum Beispiel mit dabei oder ganz, ganz engagiert und mit sehr viel Herz dabei ist unser Lieblingsstandort, das ist Green City, da wo auch der Willi steht. Okay. Da steht nämlich nicht nur der Willi, sondern schon seit über einem Jahr der Louis. Und der Louis, das ist das Lastenrad, auch ein dreirädriges, wo man Kinder mit transportieren kann und was gleichzeitig einen Motor hat. Wie kommt denn das insgesamt in München an? Haben Sie da schon Erfahrungswerte? Sehr gut. Ich denke, wir haben eine Auslastung von 85%, sowas um den Dreh.
ist natürlich jetzt im Winter etwas weniger. Da gibt es dann sicherlich auch Wochen, wo ein oder zwei Tage nicht gebucht werden. Aber das ist völlig in Ordnung, denn es ist ja auch ein kostenloses Angebot an die Münchner. Und also wir sind mit der Auslastung wirklich sehr, sehr zufrieden. Und wir bekommen auch sehr viel positives Feedback, das freut uns. Und wir haben den Eindruck, dass der eine oder andere auch schon wirklich am Überlegen war, sein Auto zu verkaufen. Und das ist das, was uns natürlich sehr, sehr freut. Also so im Zusammenfassung gesagt, auf jeden Fall doch etwas umweltfreundlicher, dass man sich darüber Gedanken macht und eventuell auch umzusteigen, um dass die, würde ich jetzt mal fast sagen, die Stadt auch sauberer damit wird. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, was wir haben. Das ist der Wunsch, den wir haben. Wir möchten gerne, wir lieben München und wir hätten gerne ein München mit weniger Autos, mit mehr Grün und mit mehr Leben und mit weniger Lärm. Und das ist nur dadurch möglich, wenn wir weniger Autos haben und mehr Fahrräder oder auch mehr Lastenräder. Mhm. Und ich will noch ein Beispiel auch aus Kopenhagen oder Amsterdam nennen. Eine dänische oder eine niederländische, eine holländische Familie, es ist ganz selbstverständlich, wenn die das erste, zweite, dritte Kind bekommen, die denken gar nicht so sehr darüber nach, okay, jetzt müsste ich eigentlich, ich habe jetzt bisher kein Auto gehabt, aber jetzt möchte ich ein Auto haben, weil ich jetzt zwei oder drei Kinder habe, die ich transportieren muss. Das machen sich dänische oder holländische Familien, diese Gedanken machen sie sich nicht, denn sie haben immer aus eigener Erfahrung oder von Nachbarn wissen sie, dass es auch noch das Lastenfahrrad gibt. Das ist, glaube ich, etwas, was wir in München vielleicht schon ein bisschen auch erreicht haben, durch dieses Angebot, durch unterschiedliche Aktionen, dass der Münchner mittlerweile das ebenfalls ein bisschen in seiner Gedankenwelt hat. Also nicht sofort sagt, okay, ich muss ein Auto haben, sondern sagt, ja, ich könnte mir ein Auto kaufen, aber viel schöner und viel schneller und viel einfacher und für die Kinder viel spaßiger ist doch eigentlich ein Lastenfahrrad. Und wo können sich die Interessierten dann dafür melden oder wo können die das buchen? Buchen ist ganz, ganz einfach. Man geht einfach auf die Webseite freie-lastenradler.de und dort registriert man sich einmalig. Und dann schaut man in den Kalender, schaut, welche Lastenräder wo stehen und wann die, ob die frei sind. Und dann bucht man das Lastenrad, bekommt automatisch ein Codewort zugeschickt. Und mit diesem Codewort und dem Personalausweis geht man dann zu der Station und holt das Lastenrad ab. Das war es eigentlich. Das ist echt einfach.